Ich möchte Ihnen über meine Arbeit erzählen, anhand eines Antrages, den ich gestellt habe, um die unsägliche Al-Quds-Demonstration zu verurteilen. Mittlerweile auch in europäischen Großstädten, wie auch hier in Berlin. Ist das jetzt die größte antisemitische und antizionistische Veranstaltung im ganzen Land? Hamas und Hisbollah nehmen teil und rufen unverhohlen dazu auf, die Juden ins Meer zu jagen und Israel von der Landkarte zu wischen. Ich habe einen Antrag gestellt, um diese unglaubliche Versammlung im Abgeordnetenhaus zu verurteilen. Gerade in der Stadt, wo 77 Jahre vorher in der Wannsee-Konferenz die Vernichtung der Juden beschlossen wurde, wird ein Marsch durchgeführt, der genau das Gleiche fordert. Der Antrag, den ich gestellt habe, diesen Marsch zu verurteilen, wurde natürlich abgelehnt. Mit fadenscheinigen Gründen. Man kann nicht auf der einen Seite eine jüdische Kultur willkommen heißen und die jüdische Gemeinde in Berlin fördern, auf der anderen Seite aber nichts unternehmen, um diesen unsäglichen Marsch zu verhindern. Ich werde auch in diesem Jahr, im vierten Jahr in Folge, an der Pro-Israel-Demo teilnehmen. Sie findet zeitgleich statt zum Al-Quds-Marsch. Dort werden wir und Freunde der AfD ganz deutlich unsere Sympathie für Israel zum Ausdruck bringen.